Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go 18 Eier, Folge 8, glaube ich. Gestern müsste die 7 gewesen sein, dann ist das jetzt die 8. Und wir haben wieder 9 Eier für euch, die jetzt aufgehen. Das Sternstück ist natürlich auch wieder dabei. Das klappt ja immer besser, wie man sieht, die letzten Male. Wir fangen an mit einem Mauzi mit 1800 Sternstaub und dem besten Satz. Aber die Werte sind doch nicht so gut, wie man dachte. Da seht ihr auch schon, geht auch schon wieder ein 5er-Raid auf. Mewtwo ist ja jetzt da. Ich habe heute auch schon 2 Stück gemacht. Aber erstmal ein Alola Vulpix, was immer noch ein paar Leuten fehlt. 1400 Staub, bester Satz, 2 Werte, aber nur wirklich hoch, leider. Ja, wenn ihr schon ein Mewtwo gemacht habt, schreibt es mal unten rein. Wenn nicht, machen wir einfach weiter mit einem Slimer mit 1500 Sternenstaub. Leider nur 2 das Satz, also können wir gleich zum nächsten. Mir fehlt immer noch ein 100er. Aber das wird wohl auch, vielleicht kommt es ja durchs Tauschen, ein Tauros. Also wieder ein Punkt für das nächste Kontinentale mit 1381. Leider kein 100er. 2 100er waren ja schon dabei, zwar nicht bei mir, aber bei den anderen habe ich ja eingeblendet. Das wäre natürlich auch noch eine Nummer. Aber die können wir ja auch tauschen, deswegen sammelt schön eure Kontinentalen, damit wir eine kleine kontinentale Tausch-Session machen können. Da ist bestimmt Felipone wieder mein Ansprechpartner. Sandan wieder dabei. Mit dem besten Satz KP 15. Also auch nicht der Rede wert. Denn Felipone hat ja schon die Alola-Trade-Session mit mir gemacht. Vielleicht kommt ja noch eine Kontinentale mit ihm. Nochmal ein Tauros, also je nachdem, wie viel Kontinentale er ausgebrütet hat. 1396, das ist schon mal besser als eben das. Bester Satz, Angriff, Angriff 15, okay, ist ja auch der wichtigste Wert, aber immer noch kein 100er. 2 Eier dürften wir noch haben, oder 1, oder 5, oder 10, wir sehen es gleich. Auf jeden Fall heute natürlich 18, nicht wie die letzten Tage. Ein Vulpix mit 1900 Staub. Bester Satz, aber die Werte trotzdem nicht so gut. Ja, die letzten Tage hat das ja natürlich nicht so geklappt mit den 18, da kamen immer nur 9. Aber heute bin ich bereit, heute laufe ich auch unendlich, bis alles da ist. Ein Kleinstein ist noch dabei mit 2000 Staub für euch. Mit dem besten Satz, aber Verteidigung 15. Da kommt noch eins hinterher, jetzt hätte ich wirklich gedacht, das waren schon alle. Nochmal ein Sandan. Die waren ja gestern in der Folge natürlich zu häufig. Deswegen habe ich extra wieder meinen weißen Kittel an. Angriff auch auf 15, bester Satz. Aber das war's jetzt. Da sitzt noch ein Ammonitas, da können wir nochmal schauen, ob das ein Shiny ist. Nein, ist es nicht. Wie gesagt, Mewtwo ist natürlich zurück. Jetzt im 5er Raid. Hat jetzt 60.000 WP statt 48 oder wie viel es sonst hatte. Ist natürlich jetzt um einiges schwerer, lässt sich auch schwerer fangen, glaube ich. Haben einige Leute auf jeden Fall berichtet. Bei mir ist bis jetzt jedes drin geblieben, aber das muss ja nichts heißen. Vulcano leider auch kein Shiny. Aber ich würde sagen, ich melde mich zurück, wenn die nächsten 9 Eier schlüpfen. So, wir sind zurück zu den nächsten 9 Eiern, damit die 18 für heute voll ist. Und jetzt bin ich gerade hier mal in den Stadtpark gelaufen. Und was sehen wir da? 2 wilde Biers. Das sieht man auch nicht oft. Ich setze mich jetzt trotzdem einfach mal hier hin. In der Gefahr, dass gleich einer kommt und mir die Fresse einschlägt, weil ich seine Biers klaue. Aber ich sitze ja nur hier. Hallo Biers! Und mach kurz nur die Eier. Wir schauen mal, was da jetzt Schönes dabei ist. Sternstück läuft. Ihr seht, es läuft richtig. Da wird nichts mehr vergessen. Ein Slimer dabei. Mit 2200 Sternstaub. 2 das Satz. Ich bin so kaputt schon wieder, früh am Morgen so viel erlebt, ihr werdet es nicht glauben. Ein Mauzi dabei mit 1600 Sternstaub, bester Satz, KP 15. Insgesamt habe ich heute schon 5 Mewtwo Raids gemacht, 5 Stück. Und ein Vulpix dabei mit 1500 Sternstaub. Und dem besten Satz, KP auch 15. Also KP ist eigentlich immer 15, keine Ahnung. Das erste Mewtwo nicht so gut, das zweite ein 96er.
Dann wieder ein Woolpix. Immer alles durcheinander reden, damit auch keiner mehr hinterherkommt. 1600 Sternstaub und wieder der beste Satz. Diesmal Angriff 15, kann man auch mitnehmen. Und dann 3 Mewtwo Raids hintereinander, 3 am Stück. Ein Kangama! Wieder ein Kontinentales, da gibt es wieder einen Punkt dafür mit 2100 Sternstaub. 1360, hat leider nur den zweiten Satz, aber schon 304 Bonbons. Dann geht es weiter mit einem Sandan. Und ich glaube, das ist heute wieder die White Edition. Lauter Vulpix, lauter Sandana. Kannst mit allen aufnehmen. Wieder KP. Also ich glaube wirklich, ich habe ein Déjà-vu, weil immerzu dasselbe passiert. Wieder ein Vulpix. Also heute ist echt der Wurm drin, aber 2300 Sternstaub. Kannst mit allen aufnehmen. Angriff 15. Letztens habe ich noch gesagt, weiß, aber das hätte für die Folge, glaube ich, viel besser gepasst. Ein Vulpix, Junge, schon wieder ein Vulpix mit 1700 Sternstaub. Bester Satz, KP, Verteidigung, nur wirklich hoch. Aber wir haben natürlich noch ein Ei, vielleicht ist es ja ein Vulpix. Das wäre natürlich lustig. Und es ist ein Porenta, wieder ein Kontinentales. Das ist doch korrekt mit 1300 und zweiter Satz. Da haben wir auch schon 314 Bonbons. Guck dich das einer an. So, leider nichts Interessantes mehr da, aber wie gesagt, richtig krasse Sache. Kontinental am Start, gute Folge, Vulpix-Folge. Da stehen die Biers. Ihr wisst Bescheid und nein, das sind nicht meine und ich gehe jetzt auch hier wieder fort. Und ich werde euch nachher mal das zeigen mit dem Mewtwo 3er Raid, dass da wirklich 3 am Stück waren. Zweimal Critical Catch und heute ein 96er gefangen, also ein richtig guter Tag. Eigentlich kann man jetzt das Handy ausmachen, sich hinlegen und einfach nur chillen, weil heute war die Ausbeute schon mega. Und irgendwann muss man sich einfach mal ein bisschen Päuschen gönnen. Also Peace out, Vorhaut, nächste Folge kommt bestimmt. Euer Ramses.